Althochdeutsch. Althochdeutsch, oft abgekürzt AHD, bezeichnet die älteste Form der hochdeutschen Sprache, die es in Schriftform gibt. Das Althochdeutsche ist insbesondere die schriftliche Form der deutschen Sprache von 750 bis 1050 nach Christus. In etymologischen Lexika wird immer wieder auf das althochdeutsche Wort Bezug genommen, von dem aus die meisten modernen deutschen Worte ihren Ursprung haben. Althochdeutsch ist etwas, was gesprochen wurde, insbesondere im damaligen Deutschen Reich. Man kann sagen, also eigentlich im Römischen Reich deutscher Nation. Dort kann man feststellen, es gab verschiedene Sprachkreise. Da gibt es zum Beispiel das Altsächsisch, was heutiges Westfalen, Niedersachsen, Teile von Schleswig-Holstein, dann auch noch Thüringen und Teile von Sachsen sind. Dann gibt es das Altfriesisch, das an der Nordseeküste gesprochen wurde. Dann gibt es das Altfränkische, das den ganzen Raum umfasst, eigentlich von Holland über nördliche Teile von Belgien, Rheinland-Pfalz, bis hin zum heutigen Franken und bis runter nach Thüringen. Und all das war das Altfränkische. Und dann gibt es das Altalemannische, das südliche Baden-Württemberg, Teile vom Elsass wie auch Schweiz. Und dann gab es das Altbayerische, und das Altbayerische ist Oberbayern, Niederbayern bis hinunter nach Österreich und Teile der Schweiz bis hinunter zu Südtirol. Das sind so die Hauptstammesdialekte, und die alle haben auch etwas zu tun mit dem Althochdeutschen. Althochdeutsch wurde dann eben geschrieben in den verschiedenen, also wurde gesprochen, insbesondere in der sogenannten Benrather Linie, aber ich gehe jetzt irgendwie etwas zu weit. Also Althochdeutsch ist jedenfalls der Aspekt der deutschen Dialekte, der Ursprung ist für das heutige Deutsch. Es gibt das Althochdeutsche, und ab 1050 beginnt dann das sogenannte Mittelhochdeutsch. Althochdeutsch ist auch keine einheitliche Gruppe, keine einheitliche Sprache, sondern man würde sagen, es ist die Bezeichnung für eine Gruppe westgermanischer Sprachen, die entlang der Benrather Linie gesprochen wurde, das heißt, die von Düsseldorf-Benrath in westöstlicher Richtung verläuft. Und dort gibt es südlichere und nördlichere Sprachen, aber gerade das Althochdeutsche ist einer der Ursprungslinien des heutigen Hochdeutsch.